Logisch ist ho, herzlich willkommen zu Wir werfen Äxte für Loot. Hey du Arsch! Und das Loot benutzen wir dann, um uns hochzufarmen und am Ende auf die Fresse zu kloppen. Wir haben ja diese Kiste mit Äxten. Und genau, man wirft jetzt auf diese Zielscheiben. Bei grün darf man sich ein Item nehmen, bei gelb darf man sich zwei Items nehmen und bei rot darf man sich drei Items nehmen. Gambo Gaming hat einen kleinen. Okay, das hier sind die speziellen super OP, mega coolen, krassen, seltenen Pickaxes. Ah, okay, man lädt auf. Geht klar. Oh. Ah. Dann nehme ich deine IP-Adresse. Aha. Let's go, Ryan. Let's go, Ryan. Ich muss auch gucken, wie ich nimmst werfe. Du einen sicheren Wurf oder einen risky Wurf? Einen sicheren Wurf. Ah ja, perfekt. Nice, wie sicher das war, Digga. Das war ein richtig ganz sicherer, okay. Ich fang glaube ich, mit einem einfachen an. Mal schauen. Das war ganz knapp. Zählen wir ein halbes? Also wenn man zweimal auf die Scheibe trifft, darf man sich dann halt eins nehmen. Ansage auf Oh. Hoch. Warte. Okay, hier wird Geometrie angewendet. Oh! Ist der dran vorbei? Ja. Nee, der ist drauf. Ist dahinter. Oh. Mach doch nochmal einen einfachen Wurf, Ryan. Gib mir alles, Rainer. Alles auf Rot jetzt. Pass auf. Und. Zack. Der sabbert schon. Ich seh's doch. Ja. Oh. No! Nein! Aber ich habe eine jetzt zusammen, weil ich schon zweimal auf Weiß gehittet habe. Ich nehme mir die Magnetic Pickaxe. Ich nehme mir was nicht so krasses, weil ich habe es mir eigentlich gar nicht verdient, mir was krasses zu nehmen. Junge, wie oft ist eigentlich Gambo hat einen kleinen da drinne? Das ist da 3-4 Mal drin. Was? Wenn es in der Kiste steht, ist es die Wahrheit. Oh, ich glaube, Gambo hat jetzt den Dreh raus. Oh! Nee, oh nee. Halber Punkt. Hattest du davor schon? Ja, ne? Ich hatte vorher schon einen halben Punkt. Ah, dann darfst du jetzt eine nehmen. Darfst du eine nehmen? Ich nehme den blauen. Okay, let's go, Ryan. Oh. Oh. Aber ist die auf was gelandet? Ja, die ist auf der Fläche gelandet. Okay. So, dann nehme ich mal. Werf mich. Ja, das fühle ich. Das wurde es nicht. Na, Gambo ist wieder dran. Oh, jetzt haben wir Mann, wenn das so weitergeht, Alter, dann sind hier noch alle Pickaxes am Ende drinne. Oh, oh. Ja. Was? Ah. Es ist näher dran. Das Ding ist einfach, was so super krass ist. Ryan hat's gesehen. Ich habe einfach bei meinem ersten Wurf vor der Aufnahme einfach ins Rote getroffen, Junge. Ja. Rot. Nein, ist nicht rot. Das muss gecheckt werden, warte. Geh mal bitte checken. Es ist rot. Let's go! Es hat wirklich größtenteils rot gehittet, Alter. Nein. Let's go, Ryan. Let's fucking go. Welche gönnst du dir, Ryan? Welche gönnst du dir? Ich nehme natürlich die Lock-Pickaxe. Die sieht richtig aus. Junge, what the fuck? Dann, was nehmen wir noch? TNT-Pickaxe. Oh, die ist sicher ultra stark. Die ist sicherlich richtig krank, vor allem wenn es um den Fight vielleicht nachher geht, wenn die so Explosionen oder sowas macht. Die sieht aber auch krank aus, Alter. Sieht schon sehr, sehr wild aus. Okay, Gambo hat einen kleinen, jetzt hätte ich aber auch mal kommen. Heiß machst du. Junge, die war ja anders mies. Oh. Nee! Aber hast du eine zusammen? Ja. Okay, eine zusammen. Ich sehe mich beim Pillow. Also mein Tipp, um das Rote zu treffen, ist immer Gambo hat einen kleinen nehmen. Das hatte ich aber vorhin auch und es hat nicht funktioniert. Wieder gemacht und von daher. Ich habe einen Punkt. Oh, was nimmst du dir Schönes? Nehme ich denn noch? Die Lucky Pickaxe. Junge, es ist Zeit für. Oh. Kann ja nicht so schwer sein. Das ist die schwerste Scheibe, weil das halt auch so tief ist. Nein! Ein weißes. Drauf aber. Okay, pass auf. Gelb ist es jetzt. Oh, das war ganz knapp. Ja, aber mindestens eins. Ich sichere mir jetzt auch noch eine krasse. Ich nehme die Giant Diamond Pickaxe, Alter. Oh, Junge, wer ist er? Das ist das, was Gambo gerne hätte. Ey, ich bin neidisch auf meine Größe. Neidisch. Dafür ist meiner blau. Rainer.
Nein, das kann nichts werden. Oh, Digga, Mann! Okay, was gönnst du dir? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Rainbow. Rainbow sieht cool aus. Mann, ey, die hätte ich als nächstes genommen. Und es ist Zeit für... Ich werde es treffen! Ja! Oh, yes! Wirklich. Ich hab's getroffen mit Ansage. 2 Stück. Ich nehme die Momentum Pickaxe, die klingt nice. Und die Feuerwerk. Na, Gambo, langsam wird's eng mit der Anzahl an Picken. Ja, wird echt eng. So, hier links, 3 Grad nach rechts. Ah, okay, bisschen und austriangulieren. Ah, oh, das war ja nicht mal nah dran, Junge, Digga. Das war ein richtiger Schuss in den Ofen. War das überhaupt drauf? Nee, oder? Nee, das war Grasland. Oh, Junge, wenn Ryan jetzt ja, rot hittet, Ding. Junge. Ryan, ich schub's dich hinterher, zack. Wirklich. Es ist rot. Ah, es ist rot, Alter. Ja. Ich hab die Molten, die Diamond, Torch und XP. Ah, okay, perfekt. So, ich bin dran, oder? Ja. Oh. Ah, nur ins Weiße, leider. Ist es drauf? Nee, er hat dahinter gehittet. Nein! Lass dich nicht von meiner riesigen Picke irgendwie irritieren, okay? Ja, weg damit! Lass dich nicht davon irritieren, okay, ja, mach. Wenn ich jetzt rot treffe, schenke ich Scambo. Oh, das wäre absolut geisteskrank. Das wäre Ehre. Jetzt wirft er einfach ins Wasser rein. Ich weiß nicht, wo die geflogen ist. Nee, du hast weiß gehittet. Ich weiß nicht, ob die gehittet hat. Kriegst du 3, wenn du den Creeper triffst. Oh, jetzt wird's spannend. Wenn du den hittest, 3 Stück. Oh. Ah ja, chill. Perfekt. Chill, ich geh schlafen, Digga. Okay, warte, pass auf, ich zeig dir mal, wie man den Creeper da weghaut, warte. Jetzt bin ich gespannt. Ryan kriegt 3 Abzug, wenn er hittet. Ah, Jungs, pass auf. Ich zeige euch, wie das geht. So, hier, putz. Den Rotz ist jetzt anders wild weg. Ist der gerade despawned? Der ist weg. Der ist einfach Jungs, habt ihr gesehen, wie ich den kaputt gehauen hab mit der Axt, Alter? Hat er gehittet, oder? Yes. Oh, den Bruder nehme ich mir und den. Ich werfe noch einmal auf Rot. Let's go. Alles auf Rot. Die ist komplett vorbeigeflogen. Okay, Pickaxes, die wir niemals testen werden. Let's go! Der läuft da mit diesem riesen Ding rum. Okay, Alter, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Weiß ich nicht. Doch, ist so. Ryan, wie schaffst du es eigentlich immer pünktlich zur Farming-Phase, Mann? Scheiß auf Türen, Alter. Ich benutze einfach meine Picke und mach das ganze Haus kaputt. Da kommt Feuerwerk raus, wenn ich die benutze. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Wenn ich das hier mache. Ach, die zieht direkt das, was man abbaut, zu einem, oder was? Ah, das ist nice. Ich bekomme Farbstoffe gedroppt, wenn ich mit der Rainbow abbaue. Das kann ich ja richtig gut gebrauchen im Fight gleich. Nice. Einfach Holy Festival, ich werfe euch damit ab. Alter, Junge, aber sieht doch nice aus. Das ist dein Problem. Multikulti, rein da. Hä, wieso ist die Picke so langsam? Was ist das? Pillow. Ach so! Oh! Die Pillow bedeutet. Das heißt, wenn ich halt 1-2 Blöcke abbaue, rase ich da nach unten. Ich hack hier gerade mit meiner Riesenpicke auf einen Eisengolem ein. Und die ganzen Villager gucken zu. Oh, mal schauen, wie viel Eisen hat er gedroppt? Ah, perfekt. Junge, die Riesenpickaxe ist mega OP. Wither Pickaxe baut gefühlt einen halben Chunk ab. Jungs, bei dem Dorf ist ein Lavasee, wir können den Nether. Perfekt, lass mal fix Speedrun. Boah, ich habe jetzt schon mega viel Eisen. Ich baue ja einfach ganze Erzadern mit einmal ab. Noch tiefer, nice. On my wrist only eyes. Das ist der geile Scheiß. Ryan Cole erstarrt vor Night. Oh. Okay, mir ist mir nicht eingefallen. Willkommen zu Freestyle! Okay, Gambo, es ist deine Zeit. Drop den Freestyle, Gambo. Let's go! Einen Freestyle? Ja. Wie soll ich ungescriptet einen Freestyle droppen? Junge, bei mir alleine hier sind 1, 2, 3, 4, 5 fucking Adern. 6 Adern. Ich habe jetzt auch eine gesehen. Da muss ich aber hin. Ich werde angegriffen. Hä, Combat auf einmal so mega entspannt. Epic Fight hat mich einfach verändert. Yo, ich habe einen Gold dafür gedroppt bekommen.
Von meiner Lucky Pickaxe. Oh. Und nochmal drei Dias. Oh, nee. Ein Herz. Ein halbes Herz. Oh mein Gott. Nein! Let's go, Big Pickaxe! Big Pickaxe! Oh nee, Skelett! Oh. Ich hoffe es. Nee. Ja, mit Dias sieht's echt. Oder? Ah, da sind Dias. Ich sollte mich vielleicht mehr beschweren. So wie zum Beispiel. Mich stört es, dass er nur 2 cm groß ist. Hat nicht geklappt, Jungs. Geht, bye, ich verbleib, ihr Monster der Tiefe. Ich glaube, hochzukommen wird hier eine richtige Challenge gerade. Weil ich habe mich ja einfach straight nach unten gebaut. Wasser? Ich denke, ich habe gerade was Illegales gemacht. Farbstoff für alle! Ja! Farbstoff! Wow! Das war die TNT-Picke, oder? Das meine ja nur der kleine Bruder von mit dem Feuerwerk, Alter. Und jetzt meine Log-Pickaxe. Super, hast das gemacht. So ich überlege mich mal mit Stein ab. Yeah. Oh, oh, oh! Ah, ich die Baller nicht. Oh! What the fuck? Nein, ich bin auch fast tot. Oh! Junge. Ich mach mir selber halt auch extrem Schaden. Das damit. Macht mega viel Schaden. Nein! Oh, ey, kriegst du mich damit weg, Digga. Junge, wieso haust du mich mit dieser Kack-Ender-Trag-Pickaxe? Was? Ich hatte ein Herz, Alter. Nein! Ja! What the fuck? Ryan, Junge! Du kranker Junge! Du kranker mit deiner Pickaxe! Ich hab 10 Pferdchen, ich schwöre! Ah! Oh, fuck, ich hab mit der Karotte abgemacht. Junge, wenn da irgendwas unter mir explodiert, ich bin so tot, Mann. Nein, komm. Ryan, gönn mir den Sieg doch. Junge, das ist so ein Disrespect mit dieser verdammten Spitzhacke. Er wird vom Creeper verfolgt. Der hat 2 Gegner. Der ist auf meiner Seite. Wie ist die explodiert direkt? Ja, Creeper. Nee, Bruder, der hat gar keinen Bock. Ah, kann sein, dass meine Axt irgendwie dazwischen geflogen ist und das explodiert ist? Nee, hier vorne liegt die. Weiß es nicht. Weil ich hab nur, wenn ich Gras abbaue, passiert eigentlich nichts. So knapp. Oh! Boah, das ging voll rein. Nein! Oh, ein Herz! Junge, ich hab ein halbes. Oh, ich dachte, das Ding fliegt jetzt. Oh nein! Nein! Das ist es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein.